Wahlsonntagabend, 18 Uhr. Mit der Schließung der Wahllokale blickt eine Nation gespannt auf die Fernsehbildschirme. Wer wird Deutschland in den nächsten 4 Jahren regieren? Welche Partei gewinnt, welche verliert? Spannung auch bei den Wahlpartys der Direktkandidaten im Kreis Göppingen. Bereits bei der ersten Prognose um 18.15 Uhr steht es so gut wie fest. Schwarz-Gelb wird die Mehrheit bekommen und der FDP-Kandidat des Landkreises, Werner L. Simling, wird über die Landesliste in den Bundestag einziehen. Am Tag seines 65. Geburtstags ein Überraschungsgeschenk. Noch ist es ja eine Prognose, aber erfahrungsgemäß weicht die ja nicht mehr allzu viel ab von den Hochrechnungen. Und jetzt sind wir mal sehr zuversichtlich. Also ich würde mich riesig freuen, wenn es klappen würde. Während es der FDP-Kandidat noch nicht so recht glauben will, macht sich bei der Wahlparty der SPD im Alten E-Werk in Göppingen Ernüchterung breit. Hoffnungsträger Sascha Binder steht die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Es ist ein desaströses Ergebnis für die SPD. Es ist auch eine bittere Stunde für alle, die hier im Landkreis Göppingen auch Wahlkampf gemacht haben. Wir haben einen sehr intensiven Wahlkampf gemacht. Wir werden jetzt mal abwarten, wie die Erststimmenergebnisse sind. Aber das Zweitstimmenergebnis jetzt, was die Prognose betrifft, ist sehr schlecht. Ich warne aber jetzt meine Partei davor, sehr schnelle Kurzschlussreaktionen zu machen, sondern jetzt muss gut überlegt werden, wie wir uns in Zukunft aufstellen. Jetzt darf nicht sehr schnell irgendwie ein Chaos entstehen, sondern wir müssen jetzt ganz ruhig bleiben in den Gremien. Wir werden auch morgen im Landesvorstand der SPD diskutieren und da werde ich das auch sagen. Wir müssen ganz ruhig bleiben, ganz gut analysieren und uns überlegen, wie wir uns für die Zukunft aufstellen, aber ohne ein Chaos zu verursachen. Und jetzt müssen wir sehen, wie wir aus dieser schwierigen Situation für die SPD rauskommen. Nicht nur die SPD, auch die CDU hat massiv Stimmen verloren, bleibt aber mit Abstand die stärkste Partei. Gute Laune bei der Wahlparty des Süßener CDU-Abgeordneten Klaus Riegert. Ja, ich bin natürlich sehr zufrieden, dass wir einen Doppelsieg erreicht haben. Wir haben, so wie es aussieht, das Mandat im Kreis verteidigt und haben vor allem die Regierungsmehrheit mit Schwarz-Gelb erobert. Dass wir uns gewünscht hätten, gerne ein bisschen größer zu werden und die FDP kleiner. Das ist ein kleiner Schönheitsfehler, das trübt aber unsere Freude nicht. Wir werden mit Schwarz-Gelb regieren und darauf freue ich mich sehr. Während CDU, SPD und FDP in Göppingen ihre Getreuen um sich versammelt hatten, feierte der Kandidat der Grünen Bernhard Lehle in seiner Heimatstadt Geislingen. Bei Würstchen und Freibier wurde der bundesweite Stimmenzuwachs von Bündnis 90 Die Grünen bejubelt. Also ich freue mich unheimlich, dass wir für Bündnis 90 Die Grünen zum ersten Mal zweistellig sind. Das ist das beste Ergebnis, das Bündnis 90 Die Grünen jemals hatte. Und von daher ist es ja schon mal sehr gut. Ich habe vorher auch noch einen anderen Chart gesehen, von was sowas kommen kann. Ganz toll hat mir gefallen, dass wir als ehrlichste Partei angesehen werden. Und das fand ich auch, weil wir haben ein Programm, das absolut ehrlich ist, das machbar ist. Und ich glaube, das haben die Leute, die in diese Richtung denken, auch schon damit gewürdigt. Und von daher bin ich sehr froh, freue mich sehr. Während die einen schon feierten und die anderen damit begannen, ihre Wunden zu lecken, gespanntes Warten auf die Kreisergebnisse. Im Landratsamt machte sich leichte Nervosität breit. Normalerweise laufen hier gegen 18.20 Uhr die ersten Ergebnisse aus den Gemeinden ein. Am Sonntag wurde es 18.40 Uhr, bis Drackenstein die ersten Zahlen lieferte. Die großen Überraschungen blieben aus. Das Landkreisergebnis liegt weitgehend im Bundestrend. Mit knapp über 55.000 Erststimmen geht das Direktmandat erneut an Klaus Riegert von der CDU. Ich habe den Abstand vergrößert zu den Mitkonkurrenten. Die Wahlbeteiligung ging zurück. Deswegen muss man natürlich sehen, dass dann auch Stimmen in der Masse fehlen. Bei dem großen Vorsprung kann man nur zufrieden sein. Ich hatte ja auch schon mal Zeiten, da waren es wesentlich weniger. Während Klaus Riegert bei den Erststimmen das Minus von rund 5% durchaus verschmerzen kann, muss SPD-Kandidat Sascha Binder ein Minus von rund 10% verkraften. Es ist bitter, es ist sehr bitter. Wir haben einen sehr intensiven Wahlkampf gemacht, muss aber beim Ergebnis auch sehen, erstens, dass man sich in einem Wahlkreis nicht losessen kann, erstens vom Bundestrend und dass eben bei der diesjährigen Wahl weder die FDP der CDU empfohlen hat, noch die Grünen uns empfohlen hat. Das sieht man auch bei den einzelnen Ergebnissen, bei den absoluten Stimmen, dass das so ein bisschen fehlt. Und deshalb ist es ein harter Tag für uns alle. Mit 14.000 Erststimmen konnte sich Bernhard Lehle von den Grünen einen dritten Platz erkämpfen.
In Geislingen legte der Geislinger um 12% zu. Sascha Binder, ebenfalls Geislinger, verlor hier fast 12%. Also ich bin sehr zufrieden damit, weil ich sehe, ich habe einen sehr, sehr großen Stimmenzuwachs bekommen. Sowohl bei den Zweitstimmen wie auch bei den Erststimmen. Freut mich natürlich ungemein und sagt mir auch, wir haben einen super Wahlkampf gemacht und hat sich auf jeden Fall gelohnt. Gelohnt hat sich die erneute Kandidatur auch für Werner Leonard Simling. Dank Listenplatz 14 und den enormen Zuwächsen bei der FDP beginnt für den 65-Jährigen jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Nein, ich habe es noch nicht richtig realisiert. Der großen Freude, der ist jetzt so ein bisschen Nachdenken gewichen und so weiter, dass man einfach diese Verantwortung und dieses Vertrauen, das man von den Bürgern bekommen hat, dass man dem gerecht wird. Und da bin ich jetzt gerade dabei, das zu verarbeiten. Viel Zeit zum Verarbeiten blieb dem Jubilar am Wahlabend aber nicht. Zum Ausklang statteten die Liberalen der CDU-Wahlparty einen Besuch ab, um gemeinsam den Sieg zu feiern. Und die Anhänger von Klaus Riegert und der CDU ließen es sich nicht nehmen, dem neuen Abgeordneten des Kreises Göppingen ein Geburtstagsständchen zu singen. Zum Geburtstag viel Glück! Ein harmonisches Miteinander der künftigen Koalitionspartner, zumindest wenige Stunden nach der Wahl.